Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 64. Im letzten Part haben wir Kurs Nummer 3, soweit es ging, abgeschlossen. Uns fehlen jetzt nur noch zwei Sterne, der sechste Stern und der 100-Münzen-Stern. Da wir den sechsten Stern noch nicht erledigen können, da uns der grüne Schalter noch fehlt, werden wir das etwas später machen und begeben uns jetzt zu Kurs Nummer 4. Der befindet sich hier. Auch mit einer 3 auf der Tür. So, jawohl, vielen Dank. Und wie man schon an dem Bild sehen könnte, ist es ein Schneelevel. Auf geht's. Kurs Nummer 4, Biberberg Bob. Stern Nummer 1, Rutsche auf der Eisbahn. Alles klar. So. Wie war das? An einigen Stellen herrscht extreme Rutschgefahr. Sie am besten zuerst im Schornstein nach dem Rechten. Alles klar. Mit dem Schornstein ist hier vorne das gemeint. Da müssen wir auch sowieso hinein. Na komm schon. Denn dort befindet sich, jawohl, die Rutschbahn. Die wir hinunterrutschen müssen. Zack. Schön. Wupp. Die ist schon bedeutend gefährlicher als die Rutschbahn im Schloss. So, hier gibt es allerdings eine Abkürzung. Mit dem wir deutlich Zeit sparen und auch Gefahr laufen, noch hinunterzufallen. Jawoll. Und das wär's schon. Hier finden sich. Ja, ich glaube, da befinden sich nur Münzen. So, gehen wir hinaus. Und das wäre schon unser erster Stern. Gar nicht mal so schwer. Vielen Dank. Stern Nummer 24. Gehört uns. Rutsche auf der Eisbahn. Jawohl. Alles klar. Speichern weiter, würde ich sagen. Geht's auch schnurstracks weiter. Und zwar mit Stern Nummer 2, finde das Pinguin-Baby. Eine auch recht simple Aufgabe eigentlich. Und zwar, das Pinguin-Baby befindet sich hier oben. Komm mal her, das packen wir so. Zip, jawohl. Dadurch bewegen wir uns jetzt auch langsamer, aber dadurch, dass wir hier rutschen können, komm schon, geht das eigentlich relativ schnell von der Hand. So, jetzt begeben wir uns nach unten. Juhu! Juhu! Oh, oh nein, 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 nein! Verdammt, habe ich mir schon das Baby in den Tod gerissen, weil ich zu viel Spaß hatte. Ah. Naja, wie dem auch sei. Ein neuer Versuch. Man kann auch einen anderen Weg einschlagen. Ich schätze mal, den werde ich jetzt. Oh. Nein, du kommst erst später dran. Ah, was ist denn heute mit mir los? Ah, man muss erstmal warm werden. Ja, neuer Part. Erstmal warm werden, bis es dann wieder voll zur Sache geht. So. Dritter Versuch. Finde das Pinguin-Baby, ich weiß. Okay. Dann noch einmal. So, wir können auch auf die. Wir können auch hier runterrutschen und ein. Mit. Alles also mit Vorsicht zu genießen und uns ein bisschen Zeit sparen. So. Genau. Ja, weil durch den Schnee leiden wir nämlich keinen Schaden. Und können einfach. Ich glaube, wir können schon hier runtergehen. Weil hier befindet sich nämlich so eine Seilbahn. Aber ich glaube. Ja, die muss man erst unten aktivieren. Ich vergaß. Okay. Oh, nein, 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 bleib hier. Ich muss dich doch zu deiner Mama bringen. So. Oh, die sind gefährlich, diese Schneemänner. Die können euch ganz leicht hier von der Brücke werfen. Deswegen Vorsicht.
Oh, aber so haben wir es auch geschafft. Ist doch gut, Kleines. Ich bring dich zu deiner Mama. Da unten ist sie schon. Und vielleicht habt ihr es gesehen, hier unten befindet sich noch ein Baby. Das ist es allerdings nicht. Das wäre auch zu einfach, denke ich, gewesen. Ich kann euch aber auch gleich zeigen, was passiert, wenn wir das Baby dahin bringen. Ich glaube, das zeige ich euch jetzt mal. Also, wenn wir das andere Baby erstmal holen. Na, komm schon. Hopp! Nein. Hey Kleiner, hast du mein Baby gesehen? Es ist das schönste und süßeste Baby der ganzen Welt. Vor kurzem war es noch bei mir, aber ich habe keine Ahnung, wohin es sich verdrückt hat. Wenn ich doch nur wüsste, wo die Suche beginnen soll. Oh, was für eine verschreckliche Tragödie. Ja. Gibt uns quasi die Aufgabe. Genau. Wenn man nämlich das falsche Baby nimmt, also dieses hier. Uah. Und mit einem Körper springen wir in den Schnee hinein. Genau. Wenn wir das Baby nämlich hier abgeben, sagt es... Was soll ich mit diesem Früchtchen? Das ist nicht mein Baby. Mein Baby hat eine weiche, zarte Stimme und es sieht mir natürlich ähnlich. Okay, Verzeihung. So. Und wenn wir das... Dann bringen wir das richtige Baby. Das ist doch... Mensch, Mario, du hast mein Baby gefunden. Wie kann ich dir dafür danken? Oh, ich weiß. Ich fand neulich diesen Stern. Nimm ihn als Zeichen meiner ewigen Dankbarkeit. Vielen Dank. Und wenn wir jetzt Brutal-Mario oder Assi-Mario sind, könnten wir... Ja, ich weiß, dass es nicht ein Baby ist. Könnten wir das hier machen. Und zwar das Baby holen. Ja, dann greift uns die Mutter an. Und zwar hier an den Rand gehen und... Oh, tut mir leid. Ich weiß, das war gemein. So, Ständer 25. Arme kleine Ding. Finde das Pinguin-Baby erledigt. Okay. Und schnurstracks geht's weiter. Stern Nummer 3. Besiege den schnellen Pinguin. Den habt ihr wahrscheinlich eben schon gesehen, wo ich wieder in den Schornstein gesprungen bin. Und zwar geht es jetzt um ein Rennen. Ähnlich wie das vom Koopa im ersten Level. Beziehungsweise im ersten Kurs. Und zwar gegen diesen hier. Hihi, hallo Mario. Du siehst aus, als wolltest du mich gerade fragen, ob wir ein Wettrennen machen sollten. Ja, natürlich. Und ich sage, na klar, es ist zwar noch niemand gelungen, mich, den Schlitterkönig aller Klassen zu besiegen. Aber du kannst es ja einmal versuchen. Wie steht's? Na klar. Hier müssen wir jetzt in ein Rennen besiegen, wie gesagt. Und mit einem gekonnten Weitsprung, der diesmal gelungen ist, ergattern wir uns einen kleinen Vorteil. Diesmal dürfen wir allerdings, wie auch schon beim... Oh! Was war das denn? Oh. Ja, das war eine Abkürzung, meine Freunde. Also das war jetzt nicht, dass mir das aus Versehen passiert ist. Nein, nein, das war eine gekonnte Abkürzung. Wenn ihr es könnt, könnt ihr euch glücklich schätzen. So, dadurch gewinnt ihr auf jeden Fall. Ne, was ich sagen wollte, diesen geheimen Weg... Den geheimen Weg können wir dieses Mal nicht verwenden, da er uns auch als Cheater wie Koopa bezeichnen würde. Du hast mich geschlagen. Das kann doch nicht wahr sein. Du bist der größte Schlittermeister, den ich kenne. Eine Goldmedaille kann ich dir zwar nicht überreichen, aber nimm diesen Powerstern. Du hast ihn verdient. Ja, den nehmen wir gerne. So, Stern Nummer 26. Vielen Dank. Klasse, klasse, klasse. Oh, und ein Leben und einige Münzen. 60 Münzen haben wir schon gesammelt. Speichern und weiter. Weiter geht's. Im Bibberberg Bob. Stern Nummer 4. Findet die 8 roten Münzen. Ich weiß jetzt... gar nicht genau, wo alle Münzen sind. Ich schau mal, also hier ist eine. Also ungefähr weiß ich das. Und hier müssen wir... War das schon hier? Nee, weiter unten. Ich glaube, hier oben war jetzt keine mehr. Also können wir schon nach unten rutschen. Juhu! Jo. Oh, oh, oh. Jawohl. So. Und... Jups.
Langsam. Oh, coole Trio, Mario. Ah, hier vorne. Da habe ich doch eine gesehen. Uff. Nein, nicht gegen die Wand. Und zwar hier. Da haben wir rote Münze Nummer 2. Ich glaube, eine ist hier vorne. Ich bin nicht alles täuscht. Gott, hier muss man auch wahnsinnig aufpassen. Genau hier. Ziemlich, ja, tricky versteckt, wie ich finde. Hier muss man auch wahnsinnig aufpassen, weil man sehr leicht runterfallen kann, wie gerade eben. So, jetzt ist es wieder hoch. Ich weiß nicht, ob man mit... Schafft man das mit dem Dreiersprung? Ich probiere es mal aus. Nein, sonst fallen wir in den Tod. Scheibenkleister. Ja. Wieder rein. Ja, wie ich eben schon gesagt habe, das Level ist nicht ohne. Okay, starten wir einfach nochmal neu. Aber dieses Mal gehe ich einen anderen Weg. Und zwar auf die... Ja, auf das Plateau dazu kommen, das ich euch eben gezeigt habe. Und zwar kommen wir dadurch, indem wir einfach hier runterfallen. So, nein. So, was haben wir hier drin? Weiß ich jetzt gar nicht. Oh, ein Leben. Das nehmen wir gerne mit. So, hier hinter befindet sich die rote Münze Nummer 2. Da ist noch eine weitere Münze, aber wir holen uns erst unsere andere Münze. Komm schon. Toll. Nehme ich hier vorne die. Dankeschön. Ich muss so ein bisschen rutschen. Was? Wo bin ich denn jetzt gegengeknallt, bitteschön? Naja, egal. Okay, rote Münze Nummer 4. So, jetzt müssen wir wieder über die halsbrecherische Brücke mit den beiden Schneemännern gehen. Oh, er hat uns erwischt, aber egal, wir sind uns heil rübergekommen. Dort befindet sich noch eine Münze. Ich weiß, ich versuche auf die andere Brückenseite zu kommen. Ich weiß gar nicht, ob hier sich auch eine Münze befindet. Ne, nur ein blauer Schalter mit den blauen Münzen. Okay. Können wir hier runter? Ja. Da befindet sich noch eine rote Münze. Komm schon. Ja, Nummer 6. Ich weiß. Ich habe aber dein Baby doch schon wieder zurückgebracht. Hast du schon wieder verloren? Menschenskinder. So, langsam, das finde ich schon wieder stürzen. Rote Münze Nummer 7. Und die rote Münze Nummer 8 befindet sich ein bisschen, ja, gemein versteckt, wie ich finde, hier hinten. So, und da ist Stern Nummer 27. Wir müssen wieder nach oben gehen. Und wieder diesen halsbrecheren Sprung wagen. Um von der zerstörten Brücke aus. Oh nein. Nie in so steilen Hängen den Kopfsprung machen. Da man sonst rutscht. Komme ich da nicht hoch? Oder habe ich mich jetzt einfach... Oh, dumm angestellt. Naja. Dann benutzen wir eben diesen Weg, der mir gerade wieder eingefallen ist. Und zwar, wenn man sich hier vorsichtig an die Brücke begibt. Moment. Und zwar hierhin. Teleportiert uns das wieder ganz zum Anfang nach oben. Und ja, das erleichtert uns. Warum habe ich das nicht sofort eingeschlagen? Das erleichtert doch einiges. So. Gehen wir wieder hinunter. Und holen uns unseren Stern. Ups. Komm schon. Ja, danke schön. Okay. So, schaffen wir es nochmal. Ja, geschafft. Und damit wäre Stern Nummer 27 in unserem Besitz. Haben wir doch relativ zügig die 8 roten Münzen einsammeln können.
16 Münzen, nicht schlecht. Speichern und weiter. Auf geht's. 27 Sterne haben wir mittlerweile schon. Keine schlechte Leistung. Stern Nummer 5. Baue einen Schneemann. Ja, ihr habt richtig gelesen. Dieses Mal müssen wir einen Schneemann bauen, um unseren nächsten Stern zu bekommen. Und zwar begeben wir uns hier vorne hin, wo sich jetzt ein kleiner Schneeball befindet. Oh Mann, ich fühle mich so kopflos. Kennst du jemanden, der nach einem Körper sucht? Unten? Okay, dann los. Ja, jetzt müssen wir uns ihm quasi den Weg zeigen. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Komm mit, Schneeball. Wir müssen ihm ja den Weg zeigen, wie gesagt. Hier rüber. Zack. Und eine ziemlich coole Aufgabe, wie ich finde. Boah, welch komfortables Unterteil. Ich bin so glücklich. Hier, nimm den Stern. Ich hoffe, er bringt dir Glück. Nämlich, wenn wir uns nicht vor dem Schneeball bewegen, dann, ja, rollt er quasi in die Tiefe hinein und wir müssen die Aufgabe neu starten. Aber an sich nicht schwer. Okay, Stern Nummer 28. Und es geht nur straks weiter. Mit Stern Nummer 6. Denke an den Wandsprung. Ja. Dafür brauchen wir die Kanone. Und die ist, ich glaube, das ist... Können wir eigentlich direkt hier runterspringen? Das ist, glaube ich, die mit am schwersten zu erreichende Kanone, beziehungsweise der schwerst zu erreichende Bob, um die Kanone zu aktivieren. Ich zeige euch nämlich gleich, warum. So. Hier befindet sich die Kanone und der Bob-Omb befindet sich hier oben auf dieser, ja, auf der kleinen Plattform. Also müssen wir uns, hier ist nämlich dieser kleine Lift. Der befördert uns dann nach oben. Und dann können wir mit dem Bob-Omb reden. Ich mach mal einen Rückwärtssalto, um darüber zu kommen. Jawohl. Ja, und dann können wir mit ihm reden. Hallo, Schwache. Ja, die Kanone, das wissen wir bereits. Vielen, vielen Dank. Naja, das ging eigentlich jetzt, die Kanone zu aktivieren. Was steht eigentlich auf diesem Schild hier? Achtung, starke Böen, aber es könnte auch eine aufregende Reise werden. Genau, irgendwelche Böen sind. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wo sie sind. Wir sparen uns ein bisschen Zeit und kürzen ab. Ja. Juhu! Das war mit dieser Böe gemeint. Böhung. Glaube ich. Okay, jetzt können wir die Kanone aktivieren und müssen uns darüber zu der anderen Plattform hinschießen. Benutzen wir einfach den Baum, um uns festzuhalten. So, ja. Und. Ja, schön. So, jetzt geht's ein kleines Stückchen hier rüber. Mit diesen Gegnern, ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber die sind klasse. Wenn man nämlich auf sie springt, fliegt Mario so, macht Mario so ein, ja, wie so ein, eine Art Wirbel und man kann ein bisschen Weitsprung durch die Gegend springen, durch die Gegend fliegen. So, hier oben befindet sich der Stern. Hier muss man gekonnt einen Wandsprung ausführen, um hier hochzukommen. Oh, nee, das war nix. Hier muss man den Dreiersprung benutzen. 1, 2, 3. Ach. Aber nett vom Spiel. Hier ist ein Powerherz, mit dem wir uns immer unsere Energie aufladen können. So. Und nochmal. Zweiter Versuch. Jawohl, geschafft. So, da hinten befindet sich der Stern auf diesem kleinen eisigen Steg. Jawohl. Stern Nummer 29 ist unser. Sehr schön. Speichern und weiter. Okay, somit haben wir
wenn ich mich jetzt recht entsinne, alle Sterne in diesem Kurs? Ja, alle bis auf den Münzenstern, den wir jetzt einsammeln werden. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. So, 99 Münzen habe ich inzwischen eingesammelt. Jetzt fehlen uns nur noch eine. Und da haben wir sie schon. Sogar zwei. Vielen Dank. Damit hätten wir auch in diesem Kurs alle 100 Münzen eingesammelt und somit unseren Stern bekommen. Yep, vielen Dank. Du hast 30 Powersterne gesammelt. Jetzt kannst du die Tür mit dem großen Stern öffnen. Aber warte noch einen Moment. Hast du die beiden Säulen in den Boden gestampft? Und du hast doch wohl nicht deine Mütze verloren, oder? Wenn ja, musst du den Riesengei mit einer Stampfattacke besiegen. Ach ja, Bowser hält sich jetzt im Untergrund auf. Oh, okay. Da wurde quasi schon etwas gespoilert. Sind wir wohl ein bisschen zu weit? Aber nein, wie gesagt, ich wollte erstmal Kurs für Kurs abschließen. Was es mit dieser Botschaft eben auf sich hatte, das werden wir später erst klären können. Aber egal. Kurs Nummer 3 hätten wir damit komplett abgeschlossen. Ja, vielen Dank. Speichern und weiter. Ja, stimmt. Mit 30 Sternen können wir den zweiten Bowser schon bekämpfen. Deswegen kam diese Nachricht. Naja, wie dem auch sei. Gut, Leute, dann würde ich sagen, das war doch schon mal eine ordentliche Leistung. Inzwischen haben wir 30 Sterne gesammelt. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Dann werden wir uns Bowser gegenüberstellen. Bis dahin, ciao.